Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. Mit der neuen Exo-Mission Operation Seraphschilde sind nun auch die letzten Rasputin-Knotenpunkte erschienen. Um diese einzusammeln, ist es natürlich notwendig, die Operation zuerst einmal für das Exotic durchzulaufen. Danach könnt ihr erst den Resonanzverstärker nutzen, um neue Frequenzchiffren zu erstellen. Nun aber genug gelabert, hier einmal alle vier Wege zu den letzten Knotenpunkten. So, ich hoffe, ihr konntet alle Knotenpunkte einigermaßen gut auffinden. Bei Fragen immer rein damit, sonst in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Season der Seraphe und wie immer natürlich einen wunderbar guten Grind.